Komme ich überhaupt noch lebend raus? Ist hier schon mal jemand drin gestorben? Was zum Teufel ist da? Hat sich hier jemand umgebracht? Das ist rot und dazwischen sind irgendwie Haare. Oh Leute, ich habe ohne Scheiß voll Angst hier. Hat es hier wirklich einen Mord gegeben? Oder hat Rebecca da vielleicht einen kleinen Denkfehler? Unsere seriösesten YouTube-Darsteller haben eine neue Mission. Und zwar werden wir in das schlecht bewerteste Hotel in ganz Hamburg fahren und eine Nacht da verbringen. Naja, okay, vielleicht keine ganze Nacht. Ja, ist klar, es erwartet auch wirklich keiner mehr von euch, dass ihr mal wirklich das tut, was ihr in euren Videotitel schreibt. Leute, ich kann hier nicht übernachten, ich kann hier definitiv nicht bleiben. Und dann sind da auch noch überall diese verdächtigen Flecken. Ich sehe einfach mal direkt fetten schwarzen Flecken. Was hat das damit auf sich? Wurde hier jemand umgebracht? Oder hat Becky ihren jungen Fans mal wieder grundlos die Angst des Todes gemacht? Es fängt schon horrormäßig an. Becky, das war Blut von einem Mann. Wer hat da irgendwas gemacht? Ich höre, diese Flecken sind Sperma. Weißt du, Flecken? Das ist, glaube ich, mir mit Blut. Ich hatte noch nie so Angst in einem Hotel. Also ich glaube, das könnten Orientflecken sein. Ich hab echt Angst. Aha. Ich hab jetzt schon mega Schiss. Und ich? Ich hab's beim ersten Blick erkannt. Leute, ich hab Angst. Das ist Blut. Hat sich hier jemand umgebracht oder was ist das? Ich hab gegoogelt. Da sind irgendwelche Haare. Und was gefunden? Scheiße, ist das so? Da oben sind Leichen. Nee, Leute, ich kann hier nicht länger bleiben. Ist das jetzt Jesus? Oder ich weiß nicht, was das ist. Oh mein Gott. Ist doch lächerlich, das kann man doch nicht machen. Aber dich lebt was Totes. Ey, ohne Scheiß, was ist das? So viele ernst bleiben, aber es ging nicht. Hi, wir sind Kim und Robert und wenn ihr uns auch mit Glocke abonniert habt, postet diesmal bitte den Hashtag Detektiv Becky in die Kommentare. So viele von euch wollten, dass wir mal über den Hotelschock von Becky berichten und deswegen schalten wir jetzt live zu unserer besten und einzigen Reporterin Kim in die Kammer des Fleckens. Kim, bevor wir anfangen, müssen wir ganz kurz unser Outfit wechseln. Wir machen das wie bei den Sims, ja? Achtung, 1, 2, 3. Wow. Nein. Kommen wir mal zu der schlechten Bewertung, die mich so richtig geschockt hat. Das stand gleich so: Schlechtestes Hotel in ganz Hamburg. Laut TripAdvisor ist das Hotel nicht das schlechteste der Stadt. Da gibt es noch einige schlimmere. Und laut Google hat das Hotel sogar 3 Sterne in der Nutzerbewertung. Robert, der hat jetzt ganz andere Probleme. Mittlerweile ist er nämlich im Hotelzimmer angekommen und es ist wirklich kein schönes Zimmer, ja? Es gibt Haare, es gibt Flecken und es stinkt. Es ist nicht gut. Okay, ich muss mich mal schnell einschließen. Ich glaube, ich habe sonst mega Angst. Ja, okay, aber auch das hätte man ja genauso erwarten können. Es gibt ja viele Leute, die das in ihren Rezensionen über das Hotelzimmer schreiben. Das scheint halt so eine LKW-Unterkunft zu sein für so LKW-Fahrer und Monteure, die nur kurz über die Nacht bleiben und die nicht viel bezahlen wollen. Voll die Absteige. Ich habe irgendwie voll Angst, da reinzugehen. Ich habe das Gefühl, da checken super viele Bauarbeiter ein oder so. Es gibt nur ein Gemeinschaftsbad. Was ist, wenn da irgendwelche, keine Ahnung, Kidnapper rumlaufen? Meine im 3-Sterne-Hotel sieht sonst irgendwie anders aus. Aber nicht so. Merkwürdig. In der Beschreibung steht ja 1 Stern. Auf der Website steht 2 Sterne. Mensch, da hat Becky ja sogar doppelt Unrecht. Robert, ist sie jetzt Journalistin oder was? Hier in dieser Bewertung steht doch schlechtestes Hotel in ganz Hamburg. Das muss vielleicht als Recherche auch einfach mal reichen für so eine YouTuberin. Ja, ist ja okay. Ich meinte halt nur, wenn man ein bisschen recherchiert hätte, hätte man vielleicht ein wirklich schlechtes Hotel finden können. So wie er hier. What the hell? Ich dachte, du reagierst noch irgendwie. Aber ist es jetzt wirklich so schlimm? Ja, weil Becky macht einen ziemlich schockierenden Pfund. Einen Pfund macht sie? Wo steht der Pfund denn gerade so, wenn ich dich mal fragen darf? Hier, dann halt der Pfund. Da ist irgendwas im Mülleimer. Oh! Oh, scheiße, mir wird echt übel. Okay, Moment, das wirkt dann doch ein bisschen merkwürdig. Da sind nur Kondome im Papierkorb und sonst nichts. Und warum dieser komische Schnitt kurz bevor Becky die Kondome findet? Das wirkt ein bisschen gestellt. Gestellt bei Rebecca Wing? Nee, das kann ich mir nicht vorstellen. Nee. Also ich glaube ja, dass sie die Kondome da hingelegt hat. Ne? Das ist nur halb aus der Verpackung gezogen, das ist nicht mal benutzt. Und ihre Reaktion, immer dieser Ekel, wenn man ein Kondom findet, das wirkt schon so ein bisschen übertrieben, oder? Scheiße, mir wird echt übel. Im Thumbnail hat sie sich so leicht verraten. Ne? Da hat sie ein
drittes Kondom in der Hand. Anscheinend hat sie eine Szene extra fürs Thumbnail nachgestellt, wo sie dieses dritte Kondom findet, weil die Szene kommt in dem Video überhaupt nicht vor. Ach Mensch, in dem Thumbnail, da findest du ja auch noch Blutspuren an der Wand, die es so gar nicht gibt und Kackespuren im Bett. Ich meine, was ist los mit ihr? Robert, Kondome, 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 die hat vielleicht auch noch andere Probleme in diesem Hotelzimmer. Da sind nämlich überall Flecken. Schwarze Flecken, Flecken, weiße Flecken, Schmierflecken, gelben Flecken, weiße Flecken. Und dann kommt die totale Eskalation. Becky macht eine wirklich krasse Entdeckung. Zunächst denkt sie, das ist nur Rost. Also ich dachte gerade, das sind vielleicht irgendwie Wasserflecken, aber ehrlich, die sehen so leicht rotbraun aus. Das ist eine sehr logische, aber auch eine sehr langweilige Erklärung. Ja, in Hotelzimmern verlaufen Rohre halt in der Decke und wenn es tropft und leckt, dann rostet halt und dann sieht es aus wie Blut. Ist aber nur Wasser. Aber Becky, die hat sich jetzt in diese Mordfantasie reingesteigert und für sie ist das halt jetzt Blut. Das ist rot und dazwischen sind irgendwie Haare und das habe ich jetzt gerade eben erst gesehen, als ich das mit euch genauer angucken wollte. Und auf einmal macht alles so viel Sinn, denn schon die letzten 2 Stunden in Beckys Leben waren ein Inferno der Angst. Ich hab Angst. Ich hab irgendwie voll Angst. Leute, ich hab Angst. Ich hab jetzt schon mega Schiss. Ich hatte noch nie so Angst in einem Hotel. Ich weiß nicht, ich fühle mich so unsicher hier. Ich hab echt Angst. Nein, Leute, ich kann hier nicht übernachten. Ich kann hier definitiv nicht bleiben. Die ist psychisch so daneben. Die glaubt das wirklich selbst. Hat sich hier jemand umgebracht oder was ist das? Was zum Teufel macht das oben an der Decke? Ist das eine echte Träne? Eine echte, geschauspielerte Träne. Ah, ich höre auch gerade, da kommen schon die ersten Live-Bilder aus Beckys Kopf von ihrer Schauspielzentrale, die kommen rein. Da herrscht gerade Freude. Ich kann hier definitiv nicht bleiben. Ich gehe raus. Ich bin raus, Leute. Ich werde hier nicht schlafen, nicht alleine. Definitiv nicht. Aber sehe ich das richtig? An dieser Stelle bricht das Video ab und es ist vorbei? Ja, es war ja auch schon gar nicht mehr auszuhalten. Aber gut, die Fans, die sind jetzt alle total schockiert und glauben, tatsächlich in diesem Hotelzimmer gab es einen Mord. Ja, das ist super. Also nicht super für die Fans, aber super für die Interaktionsrate. Aber hat Becky auch nur einen einzigen Kommentar beantwortet? Es gibt Tausende. Natürlich nicht. Aber dafür hat sie den Tag Lustige Challenge benutzt, damit jeder, der nach Lustige Challenge sucht, dieses Video findet. Es war aber auch ein verdammt lustiger Tag in dem schlimmsten Hotel der ganzen Stadt Hamburg. Oh Gott. Halten wir mal kurz fest, es hat vermutlich keinen Mord gegeben in diesem Hotelzimmer. Nein, aber ich könnte in der Kammer der Jecken nochmal nachgucken, ob es da vielleicht einen Mord gegeben hat. Und vielleicht mache ich auch noch einen kleinen Bogen in die Kammer der Ecken. Hier ein flecklicher Verdacht. Ah. Becky hat gerade die schlimmste Eisdiele Hamburgs gefunden. Kim, ich habe Eisdiele gesagt. Möchtest du das nicht recherchieren? Ja.